Okay, Freunde, ganz wichtige Information, bevor das Video startet. Nicht wundern, beim Aufnehmen ist irgendwas mit der Audiospur falsch gewesen und meine Stimme ist ein bisschen runtergepitcht. Ich weiß nicht warum, ich habe es leider nicht hinbekommen, sie wieder hoch auf mein normales Ich zu pitchen, weil sie dann sehr quietschig geworden wäre. Und deswegen habe ich es jetzt so gelassen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas war mit meinem Mikrofon falsch, deswegen habe ich eine sehr tiefe, komische Stimme, Freunde, okay? Also nicht wundern, das ist nicht meine normale Stimme. Deine normale Stimme hört sich so an. Hallo, ich bin Flo der Flo. Und irgendwas ist passiert im Video, dass meine Stimme runtergepitcht worden ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich konnte es nicht fixen. Ich hätte es nur noch schlimmer machen können. Ich hätte es nur noch schlimmer machen können. Sorry, jetzt musst du damit leben. Es tut mir leid. Jetzt ist es so. Kommt damit klar. Es hört sich sehr komisch und sehr cringe an, aber auch eine tolle Erfahrung bestimmt, Freunde. Viel Spaß beim Video jetzt. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, endlich schauen wir das neue Video von Ju an. Ich habe es gestern leider nicht geschafft, deswegen heute. Das ist die ganze Erklärung, die ihr bekommt, Freunde. Ja, aber ihr habt heute auf jeden Fall das neue Video mit Rezo und Tanzverbot, was ich mir gleich auch noch ansehen werde. Ich bin sehr gespannt. Und dann haben wir natürlich noch Jamule und Green heute am Start. Also heute wieder vier pickepacke volle Videos. Checkt auf jeden Fall, Freunde, ja, wenn ihr wollt, meinen K-Pop-Kanal aus. Da kommt täglich auch ein bis zwei Videos online. Link ganz oben in der Beschreibung. Falls ihr auf K-Pop steht und mich öfter auf eurem Bildschirm sehen wollt, dann schaut da gerne vorbei. Gut, Freunde, bevor das Ganze noch weirder wird, würde ich sagen, schauen wir erstmal in das neue Video vom lieben Julien rein. Ich habe schon gesehen, die gute Luna Peruna ist mit am Start. Wir schauen rein, Freunde, ich bin sehr gespannt. 11 Minuten. Ich weiß nicht, was ich warten soll. Ich weiß, diesmal weiß ich nichts. Diesmal weiß ich wirklich nichts. Nichts, Freunde. Ich weiß nichts einfach. Hoch oben im Himmel. Okay. Da ganz oben. Du hast mich gerufen, Himmelseifer. Eins sage ich dir, das ist ein Neuanfang. Mach die Tür bitte zu. Der Amo muss hören, was ich sage. Jetzt geht das hier jetzt richtig los. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Single-Apps. Die gehen, die nur... Freunde, was passiert? Ich weiß wirklich nicht, worum das Video handelt. Krümel abhaben wollen. Hä? Was? Hör mal auf zu boxen, hör mal auf zu boxen. Ach so. Ey, wie gut, das ist diese Alpha-Verarsche, Mann. Ey, das ist richtig weird. Vor 2 Tagen habe ich mir das letzte Mal dieses Kollege Alpha-Ding noch angeguckt, weil es so cringe war. Und das ist so eine Verarsche jetzt davon. Ey, das ist schon gut, das ist schon Müll lustig. Abhaben wollen. Hä? Was? Hör mal auf zu boxen, hör mal auf zu boxen. Hör mal auf zu boxen, Digga. Ehre. Lieber, die Menschen brauchen stabile Beziehungen. Ja. Hier, zieh das Murmeltier-Kostüm an, damit du für die Menschen unsichtbar bist. Das ist ein Biber. Du hältst jetzt deine Fresse. Du bringst diese beiden Menschen zusammen. Wen denn überhaupt? Ich hab dir Standort geschickt. Jetzt hau ab. Ich hab reingeguckt, Leute. Oh shit. Ich bin ein Liebesengel. Du bist ein Pieper. Ich bin ein Murmeltier. Träum ich? Lass mich mal kneifen. Oh, Wichser. Also im Grunde ist es ganz einfach. Ey, ich find's so schön, dass John in letzter Zeit so oft dabei ist, weil keine Ahnung, er spielt seine Rollen immer so unglaublich gut. Ich bring dich mit deiner Alten zusammen, weil du zu blöd dafür bist. Ey, wir haben nur den heutigen Tag, also mach mal ein bisschen hinne. Okay, aber kann ich kurz. Warte, stand da Sunny Loops drauf? Was steht da drauf? Sorry, es war nur den heutigen. Nee. Warum haben sie da nichts Sunny Loops hingemacht, Mann? Das wäre ein schöner Gag gewesen. Mako Loops. Kenne ich nicht. Ist das eine echte Marke? Der hätte man auf jeden Fall Sunny Loops draus machen können, meiner Meinung nach. Tag, also mach mal ein bisschen hinne. Okay, aber kann ich kurz duschen? Sorry, ist Vorschrift. Als Liebesengel muss ich immer in deiner Nähe bleiben. Wow, hallo? Das ist dein Kleidungsstil? Kein Wunder, dass du Single bist. Mein Sohn. Mein Sohn. Was? Scam Shop einfach. Ey, BTS, Freunde, ich habe gerade über meinen K-Pop-Kanal geredet. Sorry, ich zahle dir morgen das Doppelte. Okay. Ey, diese kleinen Fernsprechapparate hat ja heute jeder. Oh shit. Tu was einfach. Ey, siehst du das Mädchen da drüben? Das ist sie. Ah, da ist Luna schon. Schon ein. Du musst. Sonst muss ich für immer bei dir bleiben. Ich habe doch gar keinen Plan, was ich sagen soll. Sag einfach. Ich denke nicht. Doch, sag hey! Ich glaube, das kommt gut an. Das kommt gut an. Auf keinen Fall. Nochmal, hey! Ich mach das nicht mehr. Oh, was soll das? Oh.
Hi. Das ist ja verrückt. Das ist ja fast als... Ja? Nein. Oh, hat er jetzt so Respawn? Oh, das ist cool. Man muss aber auch sagen, er hat keine Karma-Punkte gesammelt. Er hat den Obdachlosen ignoriert. Er hat den Jungen da, seinen BTS-Anhänger da kaputt getreten. Er war nicht wirklich nett, muss man sagen. Ja. Ah, oh, beruhige dich! Was passiert? Der Tag wurde resettet. Oh, geil. Geiles System. Sie sagt nein und der Tag wird zurückgesetzt. Geil. Deswegen die richtig. Hey, sei froh, der Himmelseifer gibt dir so viele Chancen, eine Issue zu klären. Ich meine, wer kriegt so viele Chancen? Solange Real du Talk. Das nicht hinkriegst, bin ich an dich gebunden. Shampoo? Zieh mal das hier ab. Oh. Ich glaube, es ist eher das Gesicht. Was hat sie mit ihrem Sohn? Ah, stimmt. Er muss allen Leuten helfen. Er muss ihr helfen, den Sohn anzurufen oder whatever sie da will. Und den Obdachlosen Geld geben und keine Ahnung was. Mein Sohn. Oh. Den hat er schon... Oh. Da sind wir wieder und sogar eine Minute früher. Die ist gerade allein. Das ist deine Chance. Ey, Luna liest ein Murmeltier-Buch. Auch cool Insider hier, also kleiner Gag. Du hast vielleicht recht. Du hast nicht mal eine Uhr. Hast du eine Murmeltier-Uhr? Ja, ja. Drück mal. Nein. Doch, drück mal drauf. Tipp mal drauf. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Hey, sag einfach... Stopp! Oh. Oh, Mui. Oh, die Arme. Och, nee. Okay, ich will ehrlich sein. Da ist so ein Murmeltier, das ist unsichtbar, das siehst du nicht. Oder eher ein Biber. Also es ist ein Liebesengel, also mein Liebesengel, ist aber unsichtbar und... Du bist ja witzig. Murmeltier? Liebesengel? Klingt irgendwie romantisch. Du könntest jetzt aber auch langsam wieder loslassen. Ja, ich könnte jetzt auch loslassen. Frauen lieben es, dominiert zu werden. Was? Oh. Okay, das ist schon ein bisschen creepy. Loslassen, jetzt wird's langsam weird. Lass los! Du musst loslassen! Dominiere sie! Kennen Sie den Typen? BTS. Nein. Hä, das ist ein BTS-Ding, okay? Das war doch schon viel besser. Wir müssen uns nur beeilen und vor den Typen da sein. Er muss wirklich einfach allen Leuten, zu allen Leuten nett sein. Karma. Das ist ein Tattoo am Nacken. Das Zeichen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist Seife. Karma. Ich weiß, ich bin doch nicht dumm. Mein Sohn. Ich bin nicht der Sohn. Hä? Ich möchte nur meinen Sohn anrufen, werde aber Helf ihr. Ich mit diesem Sprachassistenten. Helf ihr. Ich hab's leider. Helf ihr doch. Du musst ihr helfen. Wie viel für den Button hier? 90 Euro. 2 Euro. 1 Euro. Deal. Deal. 90 Euro. Ich gebe dir 2 Euro. 1 Euro. Deal. Okay, Freunde. Der kleine Junge ist ein knallharter Geschäftsmann, muss man ihm lassen. Was? Der macht, glaube ich, auch die Finanzen für Bam Shop, Alter, deswegen von der. Du, ich dachte, du musst mal in meiner Nähe bleiben. Das war gelogen, BTS. Ich wollte nur sehen, ob dein Kleiner da unten auch so kringelförmig ist und Federn hat. So, meiner macht auch Musik und leuchtet im Dunkeln und er ist weg. Hey, BTS! Cool. Hab ich gleich erkannt. Oh cool, du bist auch ein BTS-Fan? Schon immer. Oh nein, er weiß gar nichts darüber, Freunde. Checkt meinen K-Pop-Kanal aus, ich kann jetzt hier super Werbung machen dafür. Ich habe vor 2 Wochen angefangen, mir BTS anzusehen. Ich bin komplett neu, ich lerne gerade alles kennen, bin komplett in love. Checkt's euch gerne ab. Fan der ersten Stunde. Warst du letztens auch da? Die haben in Köln gespielt. Super spannendes Spiel. Ich lebe Fußball. Hä? Meinst du jetzt einen bestimmten Song oder wie? Song? Ja, die machen ja auch teilweise Musik. Ja, was denn sonst? Okay, ja, ich geb's zu. Fettnäpfchen. Ich hab keinen Plan. Ich finde dich einfach nur hübsch. Und bevor ich es vielleicht mein Leben lang bereue, dich nicht angesprochen zu haben, wollte ich die Chance nutzen. Bevor man die Frau, mit der man vielleicht den Rest Nein, des Lebens lass es weg! Verpasst. Luna, wo bist du? Hey, ich bin Basti. Hi. Ja, klar. Alles gut? Basti. Jeder, der Basti heißt, der hat einfach eine 80%ige Plus-Chance, dein Girl zu stehlen. Ist einfach so. Ich hab mein Buch vergessen. Gurkensohn! Gurkensohn ist drin. Oh mein Gott, Alter. Ey, für diese kleinen Insider, was steht da? Auf jeden Fall für Gurkensohn. Professor Dr. Gurkensohn steht da. Och, Ehre, Alter. Ey, sowas finde ich halt so sympathisch. Man kann sich unterhalten an dieser Stelle.
dass Ju so kleine Insider überall einbaut. So ganz, ganz kleine Sachen, die man so gar nicht checkt. Ach ja, nein. Komm mal, wir haben keine Zeit. BTS, Blackpink, Stray Kids, das ist ein Riesenthema. Die sehen alle gleich aus. Ey, guck mal, was ich gefunden habe. Bist du nicht Deswegen ist John spielt keine Rolle, John ist einfach selbst. Fall. Helf allen Leuten, helf allen Leuten! Okay, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte meinen Sohn anrufen, das funktioniert nicht. Baby Bastian anrufen. Revi Bastard nicht gefunden. Warte. Baby Bastian? Revi Bastard, Freunde, der Revi-Joke ist wieder drin. Ich helfe ihn. Einfach hier, aber Baby Bastian, ja? So, einfach auf das grüne Telefon klicken. Ja, danke. Ja, gerne. K-Pop funktioniert so nicht. Ich brauche irgendwas anderes, oder? Entscheid dich mal, du Spinner. Und red nicht mit Bäumen. Ja, ich bin dein Baby Bastian. Oh, ach lol. Lol, das ist der Baby Bastian. Lol, das macht alles einen Sinn. Die Matrix ist immer so. Da muss ich wieder mich drehen, Freunde. Ich habe mich lange nicht mehr gedreht, Alter. Die Matrix ist wieder am Start. Ja, Mami, schau dich jetzt ab. Das war die Mom. Ey, das hast du easy Spiel. Bam. Ich hasse den. Ja. Was? Oh, du fragst dich, woher ich dieses Monokel habe? Nein. Ich erzähl dir einfach mal die Geschichte zu diesem Hut. Es war kalt. Nein. Es war kalt. Nein. Nein. Ich wollte dich so in deiner Vergangenheit fühlen. Alles okay? Nein. Fliege. Das ist es. André hat es einfach gespawnt. Lieber. Mit Moritz hier. Der Himmelseifer zur Verstärkung geschickt. Ich mache aus dir jetzt echtes Daddy-Material. Wahre Champs, essen nichts vor ihrem Einsatz. Vitor. Du hast recht. Sorry, Vorschrift. Als Liebesengel müssen wir immer in deiner Nähe bleiben. So, dieses Outfit mal dich an. Okay. Ey, diesen mobilen Fernsprechapparat hat heute echt jeder. Hey, weißt du, was du probieren musst? Nee. Das. Ja, gerne. Danke. Seife, Digga, Ehre. Sag mal, warum habt ihr nicht Murmeltier-Kostüme? Ein gutes Scam-Shop. Tarnung, damit man uns nicht sieht. Oder hast du schon mal ein Murmeltier gesehen? In real, oder? Ich hab noch nie ein Murmeltier. Wie sieht ein Murmeltier? Ich weiß übrigens nicht, wie ein Murmeltier aussieht, aber ich hab noch nie eins gesehen. Selbst wenn ich es wüsste, hätte ich noch nie eins gesehen, glaube ich. Habt ihr schon mal ein Murmeltier gesehen? In real? Ihr? Menschen können keine Murmeltiere sehen. Hä? Aber ich kann euch Murmeltiere doch auch sehen. Hä? Wie so Liebesengel? Meine Liebesengel! Hi Jungs! Hi Scooby! Meiner ist voll der Loser! Ey, unsere auch! Kommt ihr? Ja, ja, Ehre! Hier! Nice, 2 Euro für meine neue Gitarre! Danke! Wow, was für eine Stimme! Ich bin Musiker, doch meine Kunst wurde nie entdeckt. Ed Sheeran. Ich war meiner Zeit weit. Ah, Mark Forster! Ach ja, jetzt check's erst Mark Forster, weil, ey, Thomas sieht echt aus wie Mark Forster. Ab und zu, muss man sagen. Er sieht ab und zu echt aus wie Mark Forster. Krass, wie viel wir gemeinsam haben. Ich habe das Gefühl, wir würden uns schon ewig kennen. Und wir erst. Ich mag deine Fliege. Irgendwie süß. Danke. Aber irgendwie sitzt sie nicht richtig. Oh, trägt man Fliegen nicht so? Nein. So? Nein. So? Oh, nein. 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 Freunde. Oh Gott, nein! Was? Wie schlimm geht's noch? Ich dachte, wir hatten eben schon die schlimmste Stufe erreicht von Nein. Jetzt hab ich's. Ich bin stolz auf den kleinen Spinner. Ich glaube, diesmal schafft er's. Bitte. Sie essen dabei der Kerzenwachs. Yes, Blackpink, Stray Kids. Verrückt, das sind doch alles meine Lieblingsbands. Einen Moment bitte. Ich liebe Blackpink, Freunde. Ich war auch mal so ein Loser. Du bist voller Überraschung. Und deine Fliege sitzt perfekt. Apropos Überraschungen. Leg dich auf den Boden. Ey, sie haben echt Mark Forster bekommen fürs Video, krass. Winkel deine Beine an. Spann deinen Körper wie im Bogen. Ist by the way einfach André. Nimm die Füße in die Hand. Und dann, ja dann, mach die Robbe. Oh, geil, Mann. Und mach die Robbe. 15 Jahre später, oh, okay. Schlaf gut, mein Bubele. Schlaf gut, Mumele. Schlaf gut, Pubele. Unser Leben ist perfekt. Ich würde nichts daran ändern wollen. Du? Nein.
du immer mit deinen Späßen? Irgendwann verkackst du es noch. Nein. Mama! Papa! Ich hatte einen Albtraum! Hätte ich einmal ein normales Ende geben können, irgendwie? Kein Murmeltier! Das ist doch albern, es gibt doch keine Murmeltiere! Scheiße! Klar, weiter, mein Sohn! Nein! Oh lol, Leute, es ist zu viel für meinen Kopf. Die Timelines, Leute, es ist zu viel. Julian, ey Jod, ich hab voll mies geträumt. Ey, kannst du mal aufhören, uns zu verfolgen? Nein! Leute, ey, es ist viel zu viel für mich, ey. Mach doch jetzt nicht sowas mit mir. Captain, boop, beep. Captain, sollten nicht Ehrenmänner auf die Galaxy 3 anstatt diesem Video kommen, Babu? Ja. Nein. Ey, Leute, ich krieg echt legit gerade Gänsehaut, weil es einfach episch ist. Alter! Bruder, was los? Sag mal, hast du noch Börek da? Nein. Ey, es ist echt zu episch, ich schwör's euch. Lass nicht das Ende sein. Kommt noch was ganz zum Ende? Das ist unsere Adresse. Ey, das Ende war so episch und wir haben es so weggeworfen gefühlt. Wir haben einfach aufgebaut und... Pff, weg damit, dachte sich Ju, Alter. Ach man, das Ende war echt episch. Das Ende war echt richtig episch, Alter. Sowas möchte ich. Ich möchte echt mal irgendwann... Ey, hier, Ju, Pitch für dich. Ich pitch es euch hier gratis. Gratis Content von Flo, der Flo himself, ja? Macht einfach mal so... Eine ganze Folge. Ich weiß, es ist sehr aufwendig. Sehr aufwendig. Sehr teuer, kostspielig, aufwendig. Und unglaublich viel Arbeit. Aber ey, es wäre cool. So Ben 10-mäßig. Nee, Ben 10 war das nicht. Doctor Who-mäßig. Doctor Who-mäßig. Aber mit Ben 10 Uhr. Bam! Oh, wir sind im Universum von Ehrenmann of the Galaxy. Hier müssen wir eine Quest erledigen. Boom! Wir sind im Universum von Märchen Asozial. Oh, da hinten ist Börek, Junge. Und wir müssen jetzt was machen. Boom! Wir sind im Universum von Songs aus der Bohne. Wisst ihr, wie ich meine? Bam, bam, bam. Und switchen. Das wäre schon sehr cool, oder? Und dann auch so alternativ, man könnte dann so weit spinnen, alternative Version. Wie wäre das gewesen, wenn damals das Rotkäppchen den gefressen hätte und dann hätte der diesen Part gerappt? Man kann ja sehr viel... Schenke ich euch. Schenke ich euch for free. Halt 80% der Einnahmen möchte ich dann haben. 0% der Arbeit, logischerweise. Aber ansonsten schenke ich es euch. Also, es wäre... Ja, bitteschön. Ansonsten, Freunde, sehr, sehr cooles Video. Am Ende hat mich echt angeregt. Ihr seht, ich habe echt Bock und das könnte was Nice werden. Also hoffe ich, dass der Pitch, den ich gerade hier gespielt habe, auch ankommt. Ansonsten, Freunde, würde es mich sehr freuen, wenn ihr natürlich beim Originalvideo vorbeischaut, dort einen Daumen nach oben lasst und dann hierher zurück nochmal kehrt und hier auch mal einen Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar schreibt wie Hi Flo, ciao. Das würde mich sehr freuen. Außerdem, Freunde, wir sind ziemlich kurz vor den 70.300. Also lasst da gerne nochmal ein Abo da an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns an einem weiteren wunderbaren Video, Leute, fresh so wie immer. Ciao.